Die ESL One steht heute im Vordergrund, außerdem auch die Formel 1 und der 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Jetzt geht's los mit Update Sport. Und damit herzlich willkommen zu Update Sport am heutigen Sonntag, dem 29. Oktober 2017. Und falls ihr es immer noch nicht bemerkt habt, die Uhren bitte umstellen. Wir haben eine Stunde dazu bekommen. Die Winterzeit ist da. Infos dazu auf derchotv.de. Wir beginnen mit der ESL One, die im Moment in Hamburg stattfindet. Und heute werden einige Entscheidungen fallen. Gestern zum Beispiel fiel eine Entscheidung. Und in diesen Minuten oder während dieser Aufzeichnung findet auch schon die weitere Entscheidung statt, und zwar nämlich in Dota 2. Damit sind wir beim E-Sports. Und es geht um, um zwei deutsche Teilnehmer. Unter anderem um den deutschen E-Sports-Topstar Kurukai oder Kuruky, halt Kuru und KY geschrieben. Er trifft im Halbfinale von Dota 2 nämlich auf Vater, also auf Adrian Vater Trinks, der mit seinem Team Secret ebenfalls im Halbfinale steht. Kurukai ist nämlich mit seinem Team, jetzt muss ich mal ganz kurz lesen, wo das ist, jetzt habe ich das nämlich auch verloren, mit Team Liquid nämlich ebenfalls im Halbfinale von Dota 2 in der ESL One. Im Entscheidungsspiel im Loser Bracket bei der ESL One traf man nämlich auf die Chinesen von Keen Gaming. Das erste Match gegen den chinesischen Underdog hatte es direkt in sich. Es dauerte knapp eine Stunde lang und das war das erste von den Best of 3, muss man auch sagen. Und bei welchem Liquid stets immer wieder auch die Überhand hatte. Nach 65 Minuten zwang schließlich auch dann das Team Liquid die Chinesen auch in die Knie. Mit Rückenwind ging das deutsche Team dann auch ins zweite Match, konnte sich das dann aber auch für sich entscheiden. 2:0 der Endstand und sind damit ins Halbfinale durch das Loser Bracket gemacht. Damit hat auch Kurukai gestern für seinen 25. Geburtstag auch was Tolles gemacht, nämlich ein super Geburtstagsgeschenk. Die Chinesen vom Team Newbie konnten im zweiten Duell des Abends aber die Amerikaner von Evil Genius in einem spannenden Match mit 2:1 schlagen. Der eSports Shooting Star bei der ESL One ist nämlich bereits ausgeschieden. Sumail mit großem L geschrieben, Hassan ist nämlich auch das Wunderkind der eSports Serie. Bereits 17 Jahre alt und hat schon eSports Millionen auf dem Konto. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Schon mal was ganz Besonderes. Zuletzt war er mit Evil Genesis beim The International bei einem weiteren E-Sports-Turnier erfolgreich. Dem deutschen Gegner von Kurukai, nämlich Adrian Vater Trinks, ist der zweite Mitspieler bei Dota 2 bei der ESL One. Mit seinem Team traf der 24-Jährige jetzt auf den Champion und dem Team Liquid. Vater und seine Jungs bekamen es in der Gruppe ja bei den Chinesen von Newbie ja zu tun. Diese waren der Finalgegner von Team Liquid beim International 2017 und finden immer mehr zur alten Form zurück. Kurukai und Vater haben ja bereits eine gemeinsame Vergangenheit. 2015 spielten beide für das Team Liquid zusammen. Nun kommt es oder läuft geradewegs in diesen Minuten während dieser Aufzeichnung. Wahrscheinlich ist es schon vorbei, nämlich auch zum deutschen Showdown. Außerdem auch ein weiteres Team dabei, was gegen Team Newbie antreten muss, nämlich das Team Virtus Pro. Die gehören nämlich zu den Urgesteinen der E-Sports-Szene, denn man hat dort ordentlich Geld finanziert, muss man so sagen. Man könnte so gesehen auch sagen, Paris Saint-Germain der E-Sports-Szene, obwohl PSG hat auch ein E-Sports-Team, aber nicht in Dota 2, sondern in FIFA. Und der Oligarch Ashliya Usmanov von seiner Firma USM Holdings hat nämlich vor 2 Jahren 100 Millionen Dollar in die russische E-Sports-Organisation gesteckt. Das eingespielte russische Team schlug Team Liquid bereits in der Gruppenphase und ist auch einer der Titelfavoriten beim Dota 2-Finale heute Abend, was auch im Fernsehen zu sehen ist bei Sport 1. Im Übrigen könnt ihr auch auf sport1.de das nur so als kleine Information auch weitere E-Sports-Streams finden. Weil es ja die ESL One ist, ist es auch auf dem ESL-eigenen Fernsehsender ESL-TV im Internet zu finden, dann aber auf Englisch. Und der Gewinner des Ganzen bekommt ein Preisgeld von 500.000 Dollar und ist direkt qualifiziert für die, beziehungsweise bekommt Qualifikationspunkte für das International 2018. Dort ging es ja im August schon bereits um ein Preisgeld
von sage und schreibe 23 Millionen Euro. Also wer so langsam Dota 2 spielen kann, der sollte sich wahrscheinlich mal ein paar Gedanken machen. Vom virtuellen zum realen Sport. Und damit sind wir bei der Formel 1. Heute könnte die Entscheidung fallen in Sachen Formel 1 Weltmeister. Mercedes hat letztes Wochenende in Austin schon sich den Konstrukteurstitel gesichert. Mal wieder. Nun kann es aber dazu kommen, dass eventuellerweise Lewis Hamilton heute Abend Weltmeister sein wird. Es hängt nur davon ab, wie Hamilton und Vettel platziert sind. Fällt Hamilton heute aus, bleibt es weiterhin spannend. Also es muss ein Wunder geschehen, so gesehen, für Sebastian Vettel. Ein Wunder gab es nämlich, beziehungsweise eine gute Nachricht. Der Ferrari-Fahrer aus Heppenheim holte sich seine 50. Pole in seiner Ferrari-Karriere und es wäre fast nicht so gewesen, denn Max Verstappen hat auch eine schnelle Runde im zweiten Q3-Rennen gebracht, war mit 1,16488 der schnellste, dank einer Steigerung von 0,33 im Gegenzug zu Q3. Im zweiten Q3 hat es aber nicht geschafft. Entsprechend sauer war er auch, das sagte auch Red Bull Motorsport-Konsulent Helmut Marko. Verstappen hatte nämlich Vettel im Q2 und 0,3 Sekunden abgehängt und lag auch nach dem ersten Q3-Run um 0,3 vor dem Deutschen. Aber dann bekam Verstappen die Reifen nicht mehr auf die perfekte Temperatur. Während Ferrari und Mercedes ja gleich auf der ersten Runde mit dem neuen Reifenansatz attackieren konnten, brauchte Verstappen nun eine zweite Aufwärmrunde, um dies zu schaffen. Es hat dann aber auch nicht geklappt. Letztendlich haben ihm 0,086 Sekunden zur Pole Position gefehlt. Das war schon eine starke Runde, muss ich sagen, freut sich Sebastian Vettel. Er sagte weiter, ich bin sehr glücklich, es war sehr rutschig und damit auch sehr schwierig, eine gute Runde hinzubekommen. In Kurve 6 hätte ich das Auto fast verloren und ich musste den ersten Gang runterschalten. Das hat aber nichts gekostet. Von da an wusste ich, dass es reichen würde, wenn ich die Runde sauber ins Ziel bringe. Ganz anders bei Lewis Hamilton, der eventuellerweise heute seinen vierten WM-Titel holen könnte. Denn ein fünfter Platz reicht nämlich, um den Sack zuzumachen, um Weltmeister zu werden. Würde bedeuten, würde er Sechster werden oder halt auch ausscheiden. Wäre es weiterhin noch ein spannendes Rennen, Vettel würde ein Stückchen weiter aufholen. Die letzte Runde ärgerte er sich nämlich um 0,446 Sekunden Rückstand und er hätte schneller sein können. Auch Niki Lauda sieht das anders. Ohne den Fehler wäre er Zweiter geworden. Valtteri Bottas, Hamiltons Teamkollege, wurde Vierter, nur 0,024 hinter all seinem Teamkollegen. Wegen einer Irritation durch Verstappen stand er gerade vor Beginn einer schnellen Runde, als der Silberpfeil schon vor der Geschwindigkeit kam, aber nach einem Verbremser leicht ausgerutscht ist. Also es wird heute richtig spannend für beide, in der Formel 1, also Entscheidungsspiele heute nicht nur bei der ESL One in Dota 2, sondern auch bei der Formel 1 in Mexiko. Darüber halten wir euch auf dem Laufenden. Und gleich gibt es nämlich auch die Bundesliga. Schalke hat es leider mal wieder verbockt, muss man so sagen. Leider nicht wieder, muss man auch mal so sagen. Ich fange nochmal den Satz an. Schalke hat es nämlich leider verbockt, nämlich auf Platz 4 hochzukommen. In der Fußball-Bundesliga gegen Wolfsburg gab es mal wieder ein Last-Minute-Tor, wie bei Augsburg letzte Woche, beziehungsweise zwischen Augsburg und Hannover. Und Hannover hat auch ordentlich gezeigt, dass man den Tabellenführer ärgern kann, der jetzt nicht mehr der Tabellenführer ist, weil Bayern wieder auf 1 ist. Alles wieder beim Alten, wir werden es halt erst später erfahren. Jetzt aber erstmal gibt es weitere Meldungen. Alter Falter, ist das hell! Alter Falter, ist das hell. Wir kommen gleich zu den News der Woche. Ich muss nur ganz schnell kurz mal noch ein paar Einstellungen machen, bevor wir hier gleich... Dankeschön. So, jetzt kommen wir nämlich zu den News der Woche und wir beginnen mit Benedikt Höwedes neuen Verein, und zwar nämlich Juventus Turin. Denn der Weltmeister kann wohl demnächst wohl endlich auf sein Debüt hoffen. Der ehemalige Schalker Abwehrspieler ehemalige Schalke Abwehrspieler wurde ja auf Leihbasis nach Turin gewechselt und muss mindestens 25 Spiele absolvieren, um damit Turin eine Kaufoption bekommen kann. Doch dieses Spiel könnte erst gegen Benvenuto Calcio am 5. November kommen, denn das Spiel gegen AC Mailand wäre für Höwedes viel zu früh gewesen. Ende August ist ja der Weltmeister wegen mangelnder Perspektive unter dem neuen Schalker Trainer Domenico Tedesco nach Turin gewechselt. Er ist aber wegen Verletzungsproblemen noch nicht einmal zum Einsatz gekommen. Ja, das wird wohl so sein. Ich hoffe, es wird diesmal klappen.
Diese Trophäe ist die FIFA The Best Trophäe Weltfußballer und die hat sich mal wieder Cristiano Ronaldo geschnappt. Am Montagabend in dieser Woche wurde der 32. zum 5. Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt. Damit hat er einen neuen Rekord aufgestellt und ist quasi und hat den Rekord von Lionel Messi aus Argentinien eingestellt. In London setzte er sich auch gegen zwei südamerikanische Fußballspieler quasi durch, denn neben Messi war auch noch Neymar nominiert. Schon im Januar bekam nämlich der Portugiese diese Trophäe, doch die FIFA hat nun diese Preisverleihung auf den Oktober vorgelegt, warum auch immer. Das muss man sich mal auch immer irgendwie durch die Zunge zergehen lassen. Ja. DFB-Pokal gab es in dieser Woche auch. Zwei Spieltage gab es. Wir blicken auf den ersten vom Dienstag. Dort schaute es folgendermaßen aus. Paderborn gegen Bochum 2:0. Schalke gegen Wien 3:1. Düsseldorf-Gladbach 0:1. Leverkusen-Berlin 4:1. Fürth-Ingolstadt 1:3. Mainz-Holstein-Kiel 3:2 nach Verlängerung. Schweinfurt-Frankfurt 0:4. Und Magdeburg-Dortmund 0:5. In der zweiten Runde, beziehungsweise am zweiten Spieltag am Mittwoch, gab es folgende Ergebnisse. Hertha Köln 1:3, Osnabrück-Nürnberg 2:3, Wolfsburg-Hannover 1:0, Kaiserslautern-Stuttgart 1:3, Leipzig-Bayern 4:5 nach Elfmeterschießen, Freiburg-Dresden 3:1, Regensburg-Heidenheim 2:5 und Bremen gegen Hoffenheim 1:0. Schaut auch nicht gut aus für Julian Nagelsmann und die TSG. Ja, die Auslosung findet ebenfalls heute Abend statt, um 18 Uhr zu sehen in der ARD Sportschau. Mehr muss man dazu auch nicht sagen. Ja, soviel dann auch zu den News der Woche. Der News auf derchotv.de. Der 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga endet heute mit 2 Spielen. Auf die gucken wir später. Wir gucken aber jetzt nicht auf das Abendspiel zwischen Bayern und Leipzig, was mich eigentlich auch so privat gar nicht interessiert, weil wir wissen, Bayern ist wieder auf 1. Dortmund hat den Dusel gekriegt, geradewegs 4:2 gegen Hannover verloren, obwohl Hannover ja eher sich auch in den letzten Malen eher gezittert hat. Blicken wir aber dann auf einen anderen netten Verein, nämlich auf den FC Schalke 04. Leider haben die auch heute einen Sieg vergeben, nicht heute, sondern gestern. Und es kam zu einem 1:1 gegen den VfL Wolfsburg raus. Das Team von Trainer Domenico Tedesco hat nach zuletzt 3 Pflichtspielsiegen nun den ersten Dämpfer bekommen. Es ist aber nur ein Unentschieden, Punkteteilung jeweils ein Punkt. VfL-Coach Martin Schmidt stellte damit auch einen Bundesliga-Rekord auf. Die ersten 6 Spiele bei einem neuen Club unentschieden zu spielen, gelang noch keinem Trainer zuvor. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Schmidt sagte dazu: Ich bin es mittlerweile gewohnt, unentschieden zu kommentieren. Wir haben 6-mal nicht verloren und uns dagegen gestemmt. Der Ausgleich war irgendwo verdient, aber mit dem Pünktchen kommen wir da hinten nicht weg. Ich bin sicher, in den nächsten Spielen werden wir den Bock umstoßen. Ja, das wird dann wohl wahrscheinlich auch passieren. Domenico Tedesco hat zwar eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gesagt, mit die beste, seitdem er auf Schalke spielen konnte, war aber entsprechend doch angefressen, was das anging, denn man verpasste ja mit dem Sieg einen Sprung auf einen Champions League Platz, Platz 4, der Qualifikationsplatz. Eigentlich ist ab der nächsten Saison ja quasi ein direkter Platz. Und Tedesco sagte, leicht angefressen wirkend, wir schauen nicht auf die Tabelle. Naja, was soll das auch immer heißen? Aufgrund der zweiten Halbzeit hätten wir auch nicht verdient gewonnen, insofern ist der Punkt okay. Das sagte dann Tedesco auch noch. Wohl dann nicht mehr angefressen, so entsprechend. Schalke hatte sogar Glück, dass Mario Gomez ja in der 60. Minute den Elfmeter ja auch noch für Wolfsburg verschossen hatte, was auch noch richtig gut war, gut für Schalke war. Und nämlich der Stürmer rutschte nämlich beim Anlaufen kurz vor dem Schuss aus und der Ball flog über die Querlatte. Im Mittelpunkt stand aber nicht Mario Gomez wegen seinem verschossenen Elfmeter, sondern der Schiedsrichter Markus Schmidt und dessen Videoassistenten Nico Fritz. Denn Nabil Bentaleb hatte nämlich zunächst einen dominanten Gelsenkirchener mit einem Foul-Elfmeter nach einem Videobeweis in Führung gebracht, kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Der Strafstoß von Gomez wurde aber andernfalls nach Ansicht der Fernsehbilder gepfiffen. Also war es nun oder war es nicht? Naja, der Videobeweis steht mal hier wieder mal unter Druck. So hat dann der Schiedsrichter sich einen Zweikampf im Strafraum zwischen Naldo und Yannick Gerhard auf dem Bildschirm ganz genau angesehen und auf den Punkt gezeigt. Für mich ist es kein Elfmeter, ganz klar, sagte Naldo. Und das war es auch anscheinend wohl nicht. In der Schlussphase sprang dann Schalkes Thilo Kehrer den Ball im Strafraum an die Hand. Da wurde nichts gemacht, also auch wieder hier Glück für den FC Schalke. Doch dann kam
Divrock Origi mit der dritten Minute der Nachspielzeit in der zweiten Halbzeit in der 93. Minute. Damit kam es dann zum letzten, zum 1:1 Endstand und damit dann auch zum, ja, zum Last-Minute-Punkt für die Wolfsburger. So schaut es auch aus. Und ja, das ist halt auch Shit happens, könnte man so behaupten. Gut, wir blicken auf die Samstagsspiele der ersten Fußball-Bundesliga. Folgendermaßen schauten sie aus. So sehen sie nämlich aus. 1899 Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach 1:3. Hertha gegen Hamburg 2:1. Wolfsburg, Schalke-Wolfsburg 1:1. Leverkusen-Köln 2:1. Hannover-Dortmund 4:2. Und Bayern gegen Leipzig. Ja, das ist 2:0. Am Freitag gab es auch ein Spiel. Frankfurt und Mainz trennten sich unentschieden 1:1. Wir blicken auf die Tabelle des 10. Spieltags noch von zwei ungespielten Spielen. Es schaut folgendermaßen aus. Bayern ist jetzt auf 1 mit 24:7 Toren und 23 Punkten ist Bayern wieder auf 1. Somit können ja, einige wohl wieder anfangen zu gehen und sich andere nach anderen Ligen umschauen. Kritik ist hier vollkommen klar gegenüber der anderen Mannschaft, die jetzt auf 2 ist, nämlich Borussia Dortmund, 27:11 Toren auf dem zweiten Platz. Leipzig auf 3, Hannover auf 4, Schalke nun auf 5, es ist ein Europa-League-Platz, besser als nichts. Gladbach auf 6, Hoffenheim nun auf 7, Bayer Leverkusen auf 8, Frankfurt auf 9, Hertha auf 10, Augsburg auf 11, die spielen heute noch, Mainz auf 12, Wolfsburg konnte sich ein bisschen von den Abstiegsrängen befreien. Auf dem 13. Platz Stuttgart auf 14, die spielen heute auch noch. Freiburg spielt ebenfalls heute noch auf 15. Und unten Hamburg, Bremen und Köln. Ja, das sieht nicht gut aus für den ersten FC Köln. In dieser Woche ist ja auch der Sportdirektor, der Sportgeschäftsführer Jörg Schmadtke entlassen worden. Obwohl er wahrscheinlich wohl auch für diese katastrophale, für den katastrophalen Start wohl auch verantwortlich ist. Die Sonntagsspiele im Überblick. Werder gegen Augsburg und Stuttgart gegen Freiburg. Das sind die beiden Spiele, die heute stattfinden. Dazu gibt es dann später am Abend zwei Artikel auf unserer Internetseite berchotv.de. Ja, so sieht's aus. Und damit sind wir am Ende von Update Sport für diese Woche. Nächste Woche gibt es dann auch wieder eine Ausgabe unseres Sportmagazins hier bei berchotv. In der kommenden Woche gibt es auch wieder alle Videos ganz regulär, auch wenn zwei Feiertage sind. Am Dienstag ist ja Reformationstag und Halloween. Halloween sowieso, Reformationstag auch ausnahmsweise wegen der 500. Jahrestag der Reformation. Haben wir alles Martin Luther zu verdanken, das können wir auch nochmal so sagen. Und es steht noch was Besonderes an, falls ihr es immer noch nicht bemerkt habt, auch hier auf diesem Bildschirm irgendwo gibt es die ganze Zeit schon einen Hinweis. Und dieser Hinweis wird, ich sag mal, nächste Woche, übernächste Woche nämlich, dann Realität. Außerdem, so ist es laut Plan, gibt es in dieser Woche endlich wieder einen Podcast. Ja, 2 Monate Pause gab es für den Podcast. Zwangsmäßig kann man schon fast sagen, denn nicht, dass uns die Themen ausgegangen sind, sondern weil wir einfach alle keine Zeit hatten. Ein besonderes Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil ich dieses Projekt gerne verfolge und es auch mit Leidenschaft unterstütze, Nerdstar nämlich. Ich werde mit den beiden Chefs von Nerdstar, Dirk und Marcel, ich sage zum ersten Mal Marcel, dem Dirk und dem Marci nämlich, darüber reden, über Nerdstar, über die Geschichte der letzten 6 Jahre, über die Zukunft und sonst noch sowas mir einfallen wird. Das nur so als kleine Information nebenbei. Ich hoffe, das Ganze wird auch stattfinden. Alle Infos kriegt ihr wie immer auf unseren Socials und auf berchotv.de. Das nur so nebenbei. Damit mache ich Feierabend. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Für die, die ein langes Wochenende haben, wünsche ich noch ein weiteres schönes langes Wochenende. Ich habe eh bald Urlaub. Berchotv macht aber keinen Urlaub. Deswegen sehen wir uns nächste Woche wieder oder morgen schon bei Pokémon Perl. Tschüss!